zusammen, heute berichte ich euch aus meiner heimischen Küche, wie ich es geschafft habe, in den letzten Monaten knapp 25 Kilo abzunehmen. Man muss dazu sagen, ich habe 5 Kinder im Alter von 4 bis 16 und nach der Geburt des letzten Kindes habe ich eigentlich nie wieder abgenommen. Im Gegenteil, es wurden immer mehr Kilos. Ich hatte wahnsinnig viel Stress durch die kleinen Kinder, falsche Ernährung, zu viel gegessen, ständig was Süßes genascht, ja, für die Nerven, dass man auch diesem Druck standhalten konnte, den man hat mit 5 Kindern. Ja, und so wurde ich immer dicker und dicker. Hinzu kam, dass ich auch einen Diabetes Typ 2 mir angefressen hatte, zu hohen Cholesterin, die Schilddrüsenwerte völlig aus der Norm geschlagen sind. Und dann dachte ich, so kann es echt nicht weitergehen und habe mich entschlossen, jetzt mache ich wieder eine Diät und diesmal soll es auch klappen. Ich habe schon so viel ausprobiert. Ich habe ja Slim Fast, Trennkost. Ich habe mir sämtliche Diätpülverchen und Tabletten aus dem Internet bestellt, bis hin zu Hormontropfen und ganz, ganz gefährlichen Tropfen. Ja, am Ende lag ich auf der Intensivstation, aber es half wirklich gar nichts. Dann bin ich zu diesem Produkt gekommen. Es nennt sich SEP, Super Energy Protein, aus den Musenhof-Kliniken. Und damit habe ich letzten Monate geschafft, knapp 25 Kilo an Gewicht zu verlieren. Nicht nur mit diesem tollen Produkt, sondern auch mit eiserner Disziplin, Ernährungsumstellen und ja, Sport gehört auch dazu, habe ich dieses Programm gestartet für mich als Experiment, um mir selbst und auch den anderen zu beweisen, dass man nicht fett sein muss, nur wenn man viele Kinder hat. Weil es wurde immer so ja, propagiert, ja, du hast ja 5 Kinder, deswegen ja, bist du dick und das. Ja, ich dachte, nein, jetzt ist Schluss. Ich habe ja auch ein ganz schreckliches Vorher-Foto und das war so der Albtraum, wo ich gedacht habe, nein, so will ich nicht weiter aussehen. Mein Sohn sagte, hängst dir an den Kühlschrank als Mahnmal. Und immer wenn ich vorbei bin, dachte ich, oh Gott, soll ich jetzt was essen? Nein, ich nehme nichts und ich muss mich da echt auch ja, ziemlich disziplinieren, um das Ganze durchzuhalten. Die ersten 3 Tage, die waren sehr hart und anstrengend, denn ich hatte wahnsinnige Entzugserscheinungen. Nach Pralinen und Kuchen und ich wollte fast schon wieder abbrechen, dachte ich, nein, ich mache jetzt dieses Experiment, um zu sehen, ja, wie wirkt das und werde ich jemals wieder dünn oder bleibe ich bis ans Lebensende fett, weil ich Mutter von 5 Kindern bin. Ich habe das also gestartet, es ist ganz einfach, man nimmt 2 Messlöffel von diesem Proteinpulver in Magermilch oder Wasser. Ich habe das Ganze jetzt hier in Sojamilch gemacht, weil ich eine Kuhmilchunverträglichkeit habe. Mix das einfach mit dem elektrischen Mixstab oder ja, in einem Mixglas geht es auch. Das ist jetzt hier die Geschmacksrichtung Schoko, mein Favorit, muss ich sagen. Es gibt auch noch Vanille, Waldbeere und Cappuccino. Ich habe mir auch so ein paar Varianten ausgedacht, dass das Ganze nicht so einseitig ist. Man kann zum Beispiel Vanille mit Waldbeere mischen, das schmeckt sehr lecker, dann ist Vanille nicht so süß. Ebenfalls kann man auch Schokolade mit Vanille mischen und im Winter hat sich das ganz schön herauserklärt, dass man Vanille oder Schokolade auch jeweils mit einer Prise Zimt mischen kann und so hat man auch wieder eine neue Geschmacksrichtung. Ich habe dann so gestartet, morgens ein ganz normales Frühstück, ja, Kohlenhydrate, bisschen Butter, Marmelade, Wurst, Joghurt und ganz viel Obst. Dann anstatt der Mittagsmahlzeit und dem Abendessen habe ich einen Proteintrink zu mir genommen und somit auch nicht nur Gewicht verloren, sondern auch Muskelmasse aufgebaut. Zudem habe ich mir gedacht, damit alleine, das reicht nicht aus. Ein bisschen Sport ist auch ganz wichtig. Ich habe dann angefangen zu laufen, sprich Nordic Walking gemacht. Das ist sehr effektiv und nicht so anstrengend wie Joggen oder Abkämpfen im Fitnessstudio. Ich bin dann täglich 1 Stunde gelaufen, auch in den Wintermonaten, egal wann, morgens von 5 bis 6, aber 1 Stunde laufen am Tag, das musste sein, egal wann, egal wie. Ich habe es geschafft. Mit Ernährungsumstellung war das so eine Sache. Ich bin zu einer Diätberaterin gegangen und ja, die hat mich mal aufgeklärt, was schlechte Nahrungsmittel sind oder wo die versteckten Fette sind, versteckte Zuckerarten, dass ich auch das mit dem Diabetes wieder in den Griff bekomme. Und ich muss sagen, es hat also wunderbar geklappt, dank eiserner Disziplin, Ernährungsumstellung, SEP plus Sport, habe ich jetzt 25 Kilo abgenommen und fühle mich einfach großartig.
Ich kann sagen, dass das Abnehmen mit Sepp nach den ersten 3 Tagen dann relativ gut verlaufen ist. Ich hatte keinerlei Hungergefühle, auch keinen Heißhunger, keine Gelüste mehr. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich war leistungsstark und nicht so schlapp wie bei anderen Diäten, da wurde der Körper echt müde und schlapp. Das war in dieser Diät gar nicht und deswegen habe ich es auch bis zum Schluss jetzt durchgehalten. Bis zu den letzten 25 Kilo habe ich es geschafft zu erreichen, weil es einfach wunderbar ist. Es schmeckt sehr, sehr lecker und ist auch sehr einfach in der Handhabung. Also ich kann es auch auf der Arbeit zu mir nehmen, ganz einfach mixen. Es macht keine große Mühe und Arbeit und es ist wirklich, es schmeckt sehr lecker, ist bekömmlich und es hat mir nicht nur beim Abnehmen geholfen, sondern hat auch meinen ganzen Stoffwechsel aktiviert. Das ist auch nachweisbar in meinen Blutwerten, sprich Insulinspiegel hat sich von selbst wieder reguliert. Ich muss nicht mehr Blutzucker messen, auch kein Metformin mehr einnehmen. Das heißt, der Diabetes Typ 2 ist jetzt wirklich ausgestanden. Cholesterinwerte haben sich ebenfalls gebessert. Ja, und durch die Gewichtsabnahme bin ich jetzt noch leistungsstärker. Verspüre auch gar keinen Stress mehr. Auch die Zeit der Abnehmung hat wunderbar funktioniert. Trotz 5 Kinder, trotz berufstätig 30 Stunden die Woche, habe ich es wirklich geschafft, mit diesem Produkt dauerhaft abzunehmen und dabei ganz viel Energie zu haben. Mein Mann sagt immer, ich habe trotzdem noch Feuer im Hintern.